Oh, ein alter Mann. Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. War schön für ihn, dass er dir hilft. Ein Zubat. Weg hier. Carpador, hier steht der nächste Kampf an. Ach, die rennt hier einfach nur rum. Die will gar nicht kämpfen, oder was? Die Olle. Stellen wir uns mal voll in ihren Weg hier. Doch, sie will kämpfen. Wie heißt die gute Dame denn? Miriam. Oh. Ich kenne eine Miriam. So, Taubsi, du bist wieder dran. Lockduft. Damit wird der Fluchtwert von Taubsi verringert. Ist mir doch egal. Taubsi macht viel Schaden und Taubsi wird auch dieses Miraplar gleich auseinandernehmen. Rupf ihm die Blätter aus. Los, Taubsi. Nee, es ist ja mal wieder ein weibliches Miraplar. Ein Knuffenser kommt gleich. Na, dann kommt jetzt erstmal noch Carpador. Carpador, Carpador. Oh, Carpador kann Plotscher. So, dann wechseln wir wieder. Wieder zurück auf Taubsi. Hallihallo. Wickel. Okay, es macht jetzt immer ein bisschen Schaden. Mir doch egal. Windstoß. Ah, fast. Boah, Wachstum. Wachstum ist eine geile Attacke. Erhöht den Spezialangriff. Damit kann man zum Beispiel dann mit Rasierblatt oder so mehr Schaden machen. Also mit Spezialattacken halt. So, Knuffenser wurde besiegt. Carpador erreicht Level 9. Und, ja, Taubsi bleibt Level 17 immer noch. Schauen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Das ist eine Leiter. Gut, dass ich nicht weiß, wo es hier weitergeht. Hier ist noch ein Teenager. Gegen den werden wir jetzt auch noch kämpfen. Zubat Level 10. Wow. Flucht unmöglich. Bitte lass mich doch flüchten. Flucht unmöglich. Dann lass mich halt eben nicht flüchten. Dann muss ich kämpfen. Dann kommt jetzt mein Kleinstein. Das wollen wir jetzt mal in Action sehen. Blutsauger. Okay, Attacken gegen Stein. Normal, also nicht sonderlich effektiv. Tackle. Oh, Volltreffer mit Erstauner. Das ist scheiße. Ich glaube, Kleinstein wird draufgehen. Ah, Kleinstein wird jetzt sterben. Oh. Naja, egal. Dafür kommt jetzt Taubsi. Und Taubsi benutzt Rückzugheb. Und Taubsi macht Zubat fertig. Bist du auf Forschungsreise? Nein, ich bin auf dem Weg, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Und du stehst mir nur im Weg dabei. So, dein kleines Radfratz wird gleich weinend wieder in den Pokéball zurück wollen. Nachdem es mein Mengi kennengelernt hat. Oh, Verteidigung gesenkt. Wie gefällt dir das dann? Was? 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 Ruckzuckhieb! Böses Radfratz. Kriegst den Hintern versohlt. Es kommt gleich wieder ein Radfratz. Also kommt wieder ein Carpador. Los, Carpador!
dass ich mich hier wirklich dazu durchquäle, einen Karpador zu trainieren. Das ist so schwachsinnig. Aber richtig geil, wenn man am Ende einen Gyarados hat. Oh nein, Mankey wurde besiegt. Dann müssen wir jetzt Taubsi benutzen. Los, Taubsi, ruckzucki. Nur Gott sei Dank sind wir mit ruckzucki immer schneller. So, Taubsi bleibt jetzt mal draußen gegen Zubat. Der Blutsauger. Reicht es dann noch, wenn ich jetzt Ruckzuckieb einsetze? Wir werden sehen. Jawohl, hat noch gereicht. Und den Gaston haben wir besiegt. Oh nee. Nee, nee, nee. Ich muss zurück zum Pokémon Center. Dafür wird mir, da steht mir jetzt dieses Kleinstein leider nur im Weg. Bin entkommen. So, erstmal hier Pokémon tauschen. Wir nehmen Taubsi jetzt noch ganz vorne. Zubat. Jetzt gehen sie mir alle auf die Nerven. Ich könnte eigentlich auch schauen, dass ich hier so schnell wie möglich durch die Höhle durchkomme. Denn das hält uns gerade ein wenig auf. Oh, und ich weiß schon, was uns auf jeden Fall auch lange aufhalten wird. Und zwar vor Major Bob, dieser Vorraum beim dritten Arena-Leiter, der wird uns später auch noch so aufhalten. Weil ich das nie geschissen bekomme, die richtigen Hebel da zu aktivieren. Wie sie mir jetzt hier alle auf die Nerven gehen. Tschüss. Fast so schlimm schon wie bei Digimon. Aber da ist das nerviger und dauert länger. So, es wird weiter geflüchtet. Vielleicht habe ich es. Jawohl, wir sind raus. Gott sei Dank. Jetzt noch einmal voll geheilt hier. Tack, jetzt haben wir ja schon 4 Pokémon. Aber die werden nicht alle ewig bei mir bleiben. Denn ich habe da schon so ein paar Pläne, welche Pokémon ich gerne haben möchte. Verrate ich jetzt aber noch nicht. Das werdet ihr sehen, wenn ich sie fange. So, wir benutzen jetzt mal die erste Leiter hier. Nein, kurz vor der Leiter meint natürlich doch so ein blödes Zubat, uns unterbrechen zu müssen. So, laufen wir hier mal durch. Oh, ein Paras! Level 5 nur. Och, das ist schade. Viel zu schwach, um es mitzunehmen. Das würde sich überhaupt nicht lohnen, das noch zu trainieren. Oh, da steht einer von Team Rocket. Oh, weia. Jetzt gibt's Ärger. Ein Team Rocket-Mitglied. Oh, und es hat einen Sandern. Ob da mein Taubsi viel ausrichten kann? Ruckzucki. Wieder ruckzucki. Mit dem einen Igler wird es jetzt noch länger dauern. Danke. Nochmal ein Igler. Jetzt aber. Sandern besiegt. 219 XP, oh. So, es kommt ein Radfratz. Für Radfratz nehmen wir kurz Karpador. Los, Karpador. Und danach nehmen wir Taubsi. Denn das hat einen gewissen Grund. Und zwar, der Grund nennt sich, Taubsi ist gleich Level 18. Oh, Taubsi erreicht Level 18. Yay. Oh, ein Zubat.
Anfang gleich. Nehmen wir zuerst mal nochmal Carpador. Und dann nehmen wir mal Kleinstein. Der Erstauner. Und schon wieder ein Blutsauger. Na. Ah. Aber Kleinstein wird das schon schaffen. Hoffe ich mal. Gut, mit diesem Blutsauger wird das etwas länger dauern. Ah, nochmal ein Volltreffer. Das heilt sich ja schon fast wieder so viel, wie ich Schaden machen hier. So, zu weit besiegt. Taubsi entwickelt sich! Yay! Das lassen wir natürlich zu und unterbrechen es nicht. Starke Sache! Aus meinem Taubsi wurde jetzt ein Tauboga! So, da schauen wir mal. Nehmen wir noch das hier mit. Das müsste ein TM sein. Und ich laufe dran vorbei und... Lass nochmal zu, dass mich ein Zubat angreift. War Zubat Level L. Aber da flüchten wir. Ach nein, das war ein Sternenstück. Das kann man teuer verkaufen. Und irgendwie erinnert mich jetzt mein Tauboga so von hinten irgendwie so ein ganz klein bisschen an meine Akatorimon bei Digimon. Das ich hatte. So, schnell, 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 zurück. Wieder ein Paras, Level 7. Bringt nichts, zurück. Lauf, 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 lauf. So, die nächste Leiter. Nehmen wir die, die jetzt als nächstes kommt. Die letzte oben lassen wir jetzt einfach sein. Schnell, 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 schnell. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob es jetzt bei der Leiter weitergeht oder bei der nächsten. Weiß ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht mehr. So. Ach nee, hier ist nämlich noch ein weiterer Typ des Team Rocket, gegen den wir kämpfen müssen. Mal schauen, was der so auf Lager hat. Ein Zubat. Da kämpfen wir gerne noch jetzt mit unserem Tauboga gegen. Los, Tauboga, ruckzuckieb. Oh, macht Tauboga viel Schaden. Tja, der Superschall geht daneben. Das kommt ein ruckzuckieb. Und Zubat ist besiegt. Und als nächstes kommt ein Rettan. Da nehmen wir nochmal erstmal hier Carpador her. Der nämlich auch gleich wieder ein Level Up hat. Der Bedroher, den kickt jetzt nämlich Carpador ab. Wir wechseln und gehen wieder auf Tauboga zurück. Wickel. Bringt nicht viel. Lass ich mich nicht von aufhalten. Windstoß. Verteidigung wird noch geschwächt mit Silberblick. Und noch einmal umwickelt wurde ich ja, aber das macht Tauboga gar nichts. Tauboga macht hier einen lockerflockigen Sieg. Carpador erreicht Level 10. Du bist eine harte Nuss. Klar bin ich eine harte Nuss. So, wir nehmen auch den Pokéball mit. Ah, das war das Thema, das ich meinte. Das war Raub. Ich glaube, das brauchen wir zwar eigentlich gar nicht, aber egal. So. Jetzt haben wir hier noch einen Pokémon-Trainer. Ein Wanderer mit Schnurrbart. Oh, ein Paras. Level 8. Und auch mir egal.